Mit der Magie zu spielen, würde einem dringendst abgeraten, denn sie kann einem schnell gefährlich werden. Je mehr man meint, sie kontrollieren zu können, desto mehr kontrolliert sie einen selbst. Doch lässt sich Magie überhaupt vernichten oder vernichtet sie dich? Wenn wir diese Klonwelt erschaffen haben, dann hat jedes Wesen ein Abbild seiner selbst. Es kann ja sein, dass sie jeden Moment vor der Tür steht. Hallo Instagram, hier ist Sissy. Ich bin Sicherheitsmanager. Hallo Lukas, wie schön, dass wir uns endlich wieder begegnen. Ich bevorzuge Lukas, der Klon. Dieser? Lukas, ist es wahr, du lebst? Deswegen werden wir von nun an alle Hexen der magischen Dimension einsaugen. Ja! Ja! Das darf doch nicht wahr sein. Oh, begrüßt man so denn einen alten Freund? Dieses Mal gewinnen wir! Hinter jedem Menschen kann sich eine Bestie befinden oder gleich das große Böse. Natürlich, Lukas. Ich lasse mich doch nicht verzaubern. Schon recht nicht von einem Klon. Jetzt folgt mir, Mächte! Folgt mir zu den Schiffen! Ich werde dich mit in den Untergang ziehen, das wirst du schon sehen! Ich hasse es, wenn jemand mich dunkler hasst, anstatt Lukas Prinz. Meine letzte Mitbewohnerin war... Wir waren eine völlig durchgeknallte Hexe. Kennen Sie sowas? Es wusst du noch, wusst niemals die Käse. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Richard von Hornitz. Verstehen Sie? Aber wenn Sie uns aufteilen, dann sind wir ja keine Klasse mehr. Ja, freut mich auch, euch wiederzusehen. Vor allem dich, Daniel. Mich? Hohoho, Lisa! Sie ist ja deine Maus, du findest sie ja so toll. Aber ich sag dir eins, Mäuse lieben Käse und das ist nicht so gut. Annette Oari! Hallo, wer dein lieber Freund? Lukas, Lisa! Ich bin Windhouse, die Wächterin des Labyrinths. Wer hat denn den Gepard reingelassen? Jessica, was sind Rumpelpumpel Rambazamba-Brötchen? Nein! Nein! Daniel? Du selber sagst mir, du hast keine Brötchen. Was macht das Brötchen aber? Ach, das ist nur Deko. Deko, ja, Dekoration oder ja, was? Ja klar! Guck mal, das sieht doch super aus! Warum hat sich der Hexenrat damals eigentlich aufgelöst? Ist irgendwas vorgefallen? Ja, es ist etwas passiert. Weißt du, ich war sehr lange weg und niemand hat mich vermisst. Je weniger Hexen es gibt, umso besser für die, die da noch leben. Also den Hexen. Warst du nicht ein Experte in diesem Relikt? Das war ich, aber die Zeiten haben sich geändert. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Ich bin Julio. Julio Torres. Jetzt lass mich hier auf. Ich werde dich lachen. Viel Spaß dort, wo ich ganze 100 Jahre lang geschlafen habe. Dieser Song ist nur für dich, Lisa, meine Death-Metal-Rocker-Braut. Also mach dich bereit für das Erlebnis deines Lebens.